Ja, hallo ihr Lieben, bevor wir zum nächsten Jahr nochmal wiederkommen. Ganz, ganz herzlichen Dank von Herzen für diese warme Welle, die gestern über mich geschwappt ist. Das war so schön. So viele Nachrichten, ich habe mich so gefreut. Echt, ihr seid einfach echt ober-nice, geile Community oder Menschen. Und ja, habe auch viele noch beantwortet. Und tausend Dank. Tausend Dank. Eine Sache wollte ich nur noch sagen, nur weil jemand vielleicht Begrifflichkeiten weiterverwendet, hätte ich natürlich kein Video gemacht. Das ist so ein bisschen, ich mal sagen, Spitze des Eisbergs mit noch viel, 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 viel krasseren Sachen, die ja, es hat sich einfach so ein bisschen angesammelt und es ist so niederschwingend, dass man sich da echt überhaupt nicht mit befassen will. Das ist einfach echt RTL 4, wenn es das geben würde, wirklich. Aber gut, ist es einfach unfassbar, wirklich. Für mich absolut unfassbar, habe ich noch nicht erlebt in meinem Leben. Aber gut, wollte sagen, natürlich ist da mehr, ist es, glaube ich, muss da momentan auch ein bisschen runterfahren mal und ja, das Ganze. Ja, ich denke, meine Emotionalität ist rübergekommen und der Rest ist gerade halt noch ein bisschen vage, aber schauen wir mal, wie das so weitergeht. Und nochmal tausend Dank und ja, viel Spaß mit mir. Ja, hallo, hier ist Christian Schemeyer, Paartherapeut und Beziehungscoach. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir ein schönes Thema. Ich war in einer Wirbelwindbeziehung. Ich glaube, es gab nicht mal Sex und viele andere Punkte. Hallo Christian, ich verfolge mittlerweile regelmäßig deine Videos und mache gerade deinen Grundkurs Modul 0 und 1. Das ist ja, Liebeskummer und Umprogrammierung des Liebeschips auf liebeschip.de. Vielen Dank für die Arbeit, die du leistest. Auch haben mir deine Videos und der Kurs bereits einige Aha-Momente gebracht. Daher unterstütze ich dich auch gerne. Ich würde mich freuen, wenn ich dir meine aktuelle Situation kurz schildern darf und würde mich über deine Antwort freuen. Eventuell ist mein Erlebnis auch lehrreich oder interessant für andere. Ich bin Anfang 30, an sich sehr zufrieden mit mir und meinem Leben und erlebe mich selbst als positiven Menschen. Bisher hatte ich mehrere Beziehungen, die recht stabil und unauffällig verliefen. Die längste dauerte 5 Jahre. Ich hatte in meinem Leben mit 20 aber auch schon mit extremer Verlustangst zu tun, habe mich an eine On-Off-Beziehung geklebt und kenne also den verlustängstlichen Teil bzw. Co-Abhängigkeit sehr gut. Dennoch war dieses Muster bisher nicht vorherrschend in meinem Leben. Ja, warum man dann irgendwann die eine Kracher-Beziehung kriegt, ich weiß es nicht, aber ist wie es ist. Insgesamt habe ich mich bisher in Beziehungen eher leicht auf dem Minuspol erlebt, allerdings in gesundem Maße. Gerade zu Beginn einer Beziehung habe ich aber immer mal wieder mit Verlustangst zu tun, aber auch in erträglichem Maß. Nun habe ich Anfang Januar begonnen, ein Mädel zu daten in den 20ern, Anfang 20, die ich über meinen Beruf kennengelernt habe. Die Beziehungsanbahnung verlief alles andere als gut. Nach ca. 20 Treffen habe ich mich unter Aufregung aller verbliebenen Kraft aus dieser Geschichte befreit und den Kontakt abgebrochen. Danach bin ich durch die Hölle gegangen. Es stimmt, wenn du sagst, dass eine toxische Beziehung alle Pflaster von deinen Wunden reißt. Ja, wie gesagt, guck. Also natürlich braucht es immer zwei Seiten für so eine toxische Beziehung. Es braucht sozusagen einen, der es erduldet und einen, der ja, irgendwie heiß-kalt, ich weiß nicht was. Manchmal machen es auch beide. Trotzdem eine Aufarbeitung ist manchmal wichtig, diese andere Person mal außen vor zu lassen und schon zu sagen, ja, ey, es war mega toxisch und Gott, was für eine irre Achterbahnfahrt, aber ja, einfach zu gucken, okay, was sind meine Wunden, was kommt da in mir in die Oberfläche und was darf ich da angucken. So, ich will dir einen kurzen Überblick geben, was so alles passiert ist, bevor ich zu meiner Frage komme. Sehr viel Schreibereien über WhatsApp 24/7, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben. Sie war sehr offen, flirty und baggerte mich eigentlich die ganze Zeit an. Ja, also das ist wirklich für die Männer hier. Oder ich weiß nicht, wie das in lesbischen Beziehungen ist, keine Ahnung. Aber für die Männer hier super. Also ich sage nicht, dass es immer so ist, überhaupt nicht so. Ne? Und ich sage auch nicht, dass irgendwas dagegen spricht, wenn eine Frau anbaggert, flirty ist. Ist überhaupt kein, also ist alles in Ordnung, soll jeder machen, was er will.
Aber ich muss sagen, ganz viele toxische Beziehungen für Männer fangen so an, dass die Frau extrem, ja, vielleicht auch noch gut aussieht und dann extrem flirty und auch total, also jetzt auch ein bisschen entgegen der Polarität, total auf den Mann zugeht. Also das, was ich immer wieder erlebe, dass toxische Beziehungen so anfangen, dass die Polarität quasi nicht beachtet wird und ja, sozusagen, jetzt mal ganz platt gesagt, die Frau den Mann aufreißt. Wie gesagt, nicht, dass sie das nicht dürfte und dass das nicht auch ganz gesund sein kann. Also alles gut. Aber fällt mir halt auf. Und ja, das ist natürlich manchmal auch, ich kenne die Frau jetzt nicht auf der anderen Seite, manchmal auch Sachen, die man vielleicht gelernt hat in der Kindheit, also was auch, wann auch immer man die gelernt hat, weil man ja vielleicht schon Papi um den Finger wickeln musste und egal. Aber ja, das ist dann, aber wie gesagt, dein Teil ist dann, ist wahrscheinlich dein Ego irgendwie, ha, cool. Und vielleicht ist es auch schon mit 30 und 20, vielleicht auch schon eine jüngere oder ich habe keine Ahnung. Was, wie gesagt, überhaupt nicht toxisch sein muss, kann alles gut sein. Nur, wie gesagt, wenn eine Frau so extrem flirty, sexy, ich zumindest ein bisschen aufpasse. So. Das kam mir schon komisch vor, weil ich das so noch nicht kenne und auch noch nie erlebt habe. Also für die Männer unter euch wirklich mein Ratschlag. Auch aus eigener Erfahrung geht ihr auf die Frauen zu und nicht umgekehrt. Das ist wirklich, auch wenn das so scheinbar so einfach oder wenn man das vielleicht manchmal denkt, das ist ja prima, da wirft sich mir jemand vor die Flinte oder ich weiß nicht was so. Ja, kann sein, dass so alles gut geht, will ich es gar nicht sagen. Ich habe auch schon mal in meinem Leben erlebt, dass es gut gegangen ist, aber es ist also sicherer ist, wenn ihr auf die Frauen zugeht. So. Sie bezeichnete sich selbst auch sehr offen und schrieb, als wir über Fremdgehen redeten, dass sie beispielsweise bei längeren Aufenthalten woanders fremdgehen würde, wenn ihr Freund zu Hause das nicht mitbekommen würde. Come on. Ja, glaubt den Menschen. Sie sei allerdings noch nie fremdgegangen. Warum sagt sie dann sowas? Also, ich, egal. Müssen wir jetzt gar nicht beurteilen, das ist Inkonsistenz beim Daten, ne? Ja. Und natürlich eine mega fucking Red Flag, ja. Das war wahrscheinlich schon eine fette Red Flag, ja, genau, die ich nicht sehen wollte. Vor dem ersten Schuss, vor dem ersten Treffen bereits, vor dem ersten Schuss, vor dem ersten Treffen bereits ein Querschuss. Sie schrieb während einer Flirterei, dass beim ersten Treffen nichts laufen werde. Warum sagt das auch das ist untypisch? Warum sagt eine Frau sowas? Also ich meine, wenn ich sowas hören würde, würde ich denken, natürlich wird was laufen, wenn das schon angesprochen wird. Aber sind auf jeden Fall, du fragst das hier gemischte Signale, ja, auf jeden Fall sind das gemischte Signale, ja, klar. Ja, also ich mach dich heiß, aber ich lasse dich nicht ran, so, ne? Ja. Nächste Red Flag, definitiv. Also in diesem Zusammenhang, nicht, wenn eine Frau das sagt, dass es immer ein Red Flag wäre, aber in dem Zusammenhang, ja. Bei dem ersten Treffen in ihrer Wohnung hat es mich dann plötzlich und unerwartet völlig umgehauen. Also ich vermute mal, meinst du jetzt, was ich verknallt? Wir haben eigentlich nur gekocht, gegessen und geredet. Im Laufe des Abends kam ich mir so vor. Also sie hat ja auch gleich zu sich eingeladen, ey. Das ist auch ganz schön. Im Laufe des Abends kam ich mir so vor, als würde ich mich selbst in ihr kennenlernen. Ja, das ist keine Beziehung, fühlt sich so richtig an wie die falsche, was ich mir wieder sage, ne? Ja, also es soll wohl so sein, dass ihr euch kennengelernt habt, weil, aber jetzt glaube ich nicht um Happy Ever After, sondern ja, damit du deine Themen angucken darfst und was sie da macht, weiß ich nicht. Ja, als wären alle meine Wünsche, Sehnsüchte auf einmal in Erfüllung gegangen. Das ist das innere Kind, was irgendwas wiedererkennt in der Regel. Dazu kam das gute Aussehen und der damit verbundene Ego-Push. Ja, hatte ich ja schon vermutet, wie ich heute weiß. Damals wusste ich noch nichts von Spiegeln und welche Menschen das besonders gut können. Sie erzählte mir mehr oder weniger ungefragt ihre gesamte Lebensgeschichte mit, jetzt kommt die schwierige Kindheit, ja, Trennung. Aufgefallen ist mir, dass sie sehr negativ über ihre beiden Ex-Beziehungen gesprochen hat. Ja gut, aber kann ja auch wirklich blöd gewesen sein, ja. Sie hat dann sie dann teilweise aber auch in Schutz genommen hat.
Opferrolle, ja, jetzt von da würde ich das jetzt nicht so sehen, aber naja. Sie meinte auch, dass sie sofort merke, dass ich anders sei. Sie schien sehr angetan von mir und kommunizierte das auch. Weiterhin hat sie wenig von mir wissen wollen und wenig Fragen gestellt. Es lief tatsächlich nichts, aber ich war Hals über Kopf verliebt. Gut, bis dahin könnte man jetzt noch denken, ja, mein Gott, man lernt sich kennen und also deswegen, also das könnte, sowas könnte jetzt auch noch gut ausgehen, ne? Aber deswegen muss man auch Menschen daten, aber wie gesagt, wenn man so Hals über Kopf verliebt ist, ist man oft in so einer, ja, Wirbelwind-Romanze, die selten, also es kann gut ausgehen, aber klar, das wünscht man sich immer, ist wie so ein Love-Roman, aber na. Ich finde tatsächlich auch, also dafür, dass sie so einen Wirbel gemacht hat, und du über ihr zu Hause warst, finde ich auch erstaunlich, dass nichts gelaufen ist, aber dazu später mehr. Auffällig war auch, dass sie viele männliche Freunde hatte. Mit jedem dieser gab es allerdings auch eine Geschichte, sie wollten irgendwann alle mal was von ihr. Ja, jetzt wird es so langsam interessant, weil jetzt kann man so sehen, dass sie ja so ihren Orbiterkreis da hat, wie man das so nennt. Ja, Männer, die ihr Bestätigung geben, denen sie vermutlich aber mal wenig gibt, außer mal Brosamen irgendwo hinschmeißt. Das ist wahrscheinlich ihre Dynamik, dass sie ganz viel Bestätigung braucht, einen Mann da auch nicht reicht. Und aus ja, andererseits lässt sie vielleicht auch gar keinen ran. Und genießt einfach die Aufmerksamkeit, habe ich schon ganz oft gehört. Ja. Von diesen Themen erzählte sie sehr gerne, ausführlich und ungefragt. Es gab keinen Lebensbereich bei ihr, wo es nicht einen Freund gab, der mal was von ihr wollte und mit dem sie heute gut befreundet ist. Ja, deswegen sage ich immer, Leute, wenn ihr von einer Frau was wollt, geht keine Freundschaft ein. Ey. Macht es nicht, da kommt ihr in solche Geschichten rein, ja, unter anderem. Gut, das hielt ich für sehr schwierig, nicht gesund und inkompatibel zu mir. Yep, das war einer der Hauptgründe für meinen Ausstieg. Ein paar Tage nach unserem ersten Treffen traf sie sich mit ihrer Ex-Affäre, der im gleichen Haus wohnt und mit dem sie auch noch gut befreundet ist. Ja, wie gesagt, ich würde immer nicht so viel glauben, was Leute erzählen, okay, wenn du die nicht kennst. Es wird so viel erzählt, ja, ob das jetzt wirklich ihre Ex-Affäre war und ach, wer weiß das schon alles. Sie wollten kochen, etwas klären. Was geklärt werden sollte, wollte sie mir nicht sagen. Ich nehme heute an, dass sie ihn eventuell vor die Wahl gestellt hat, sich doch noch auf sie einzulassen. Sie wirkte, als ob sie noch an ihm hing. Auf jeden Fall alles keine besonders glückliche Dynamik hier. Treffen mit Freunden wiederholten sich. Der Kumpel auf dem Tennisplatz, mit dem er unbedingt Tennis spielen will, der berufliche Kumpel, mit dem man sich gut versteht. Bei keinem unserer Dates kam es trotz stundenlangen Küssen und Fummeln zu Sex. Das ist big fucking red flag. Also nicht, dass eine Frau das nicht dürfte, versteht mich jetzt nicht falsch, aber das ist bei anderen andersrum genauso. Ne? Das kennen Frauen auch. Dass sich, also Date um Date und der Mann macht nichts. Also das ist deswegen lasst euch nicht blenden vom guten Aussehen und oder irgendwie, was weiß ich, Status oder ich weiß nicht was. Und müsst auch nicht in irgendwelche Diagnosen gehen oder so. Einfach Fakten, 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 Fakten. Ah, es geht nicht voran. Kann immer wieder verweisen auf das Video Meilenstein einer gesunden Beziehung. Hier haben wir keine Progredienz, ne? Das ist einer der Meilensteine und Balance auch nicht. Naja, ist auch sonst im Pro-Kurs, glaube ich, libysche Pro. Sie wollte erst ganz sicher sein, hätte schlechte Erfahrungen mit ihren Ex-Freunden gemacht und es wäre zu wenig Zeit, 4 Stunden. Sie könne einfach nicht einmal so. Und das ging mir mega auf die Anführungsstrichen Eier, weil ich natürlich auch mal mit dir schlafen wollte. Klar, dafür datet man übrigens. Das hat die Natur so eingerichtet, dass man auch irgendwann mal Sex hat. Ja, sollte man immer wieder sich klar machen, dass Dating es im Dating auch irgendwo um Sex geht. In aller Regel. Ich meine, ist so. Egal wie liebevoll ich es anstellte und was ich mir einfallen ließ, sie sperrte sich. Sie wurde beim, gut, jetzt lasse ich mal diese sexuellen Details hier mal außen vor. Auf jeden Fall ständiges Extremes heiß und kalt. Sie hielt mich beispielsweise fest,
wenn ich ganz normal am Ende eines Treffens gehen wollte. Klammerte sich körperlich an mich, erzählte mir ständig, dass sie ja so gern mit mir zusammen wäre und mich vermisse. Ja, das sind so Doppelbotschaften. Deswegen, also Worte könnt ihr sowieso in Tonne treten. Worte völlig für den Arsch. Immer auf die Fakten gucken, ne? Und wenn dann zu den Fakten noch schöne Worte dazukommen, wunderbar. Fakten, 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 ne? So. Kurz später triangulierte sie wieder und sagte Sachen wie, ich will mit dir zusammen sein, weiß aber nicht, ob mir das in 3 Monaten nicht alles zu viel wird. Ja gut, da muss man jetzt auch nicht so viel drauf geben. Ich sage mal, hang out, have fun, hook up. Aber hook up passiert halt nicht hier. Und sonst könntest du auch locker angehen lassen. Aber ist natürlich auch mal schwierig, wenn man so verknallt ist. All diese Dinge sind auch weiter passiert, nachdem ich sie darauf angesprochen habe und gesagt habe, dass mich diese Dinge verletzen. Sie scheint überhaupt keine Empathie zu besitzen. Tja. Solange ich gut drauf war, war alles tutti. Sobald ich etwas Commitment von ihr eingefordert habe, wurde sie kalt. Ja, dieses Kalte, das ist wirklich, das ist eines der wichtigsten Zeichen, wenn so Leute so eiskalt werden. Wirklich. Naja, egal. So, insgesamt kann ich im Nachgang bei folgendem Muster feststellen: ständige Opferrolle, sie meint es immer nur gut, die anderen sind schuld, Drama Queen, Triangulation durch Freunde und Erzählungen, eiskalt, Double Binds, Gaslighting, sie erzählt X und am nächsten Mal Tag X plötzlich doch was anderes, Blame Shifting, Projektion und so weiter. Ja, das sind auch Sachen, die könnt ihr für euch feststellen und dafür braucht man auch keine Diagnosen, so, weil Gaslighting ist eine Sache, das machen ganz viele Leute mal in einer Beziehung. Also ob sie jetzt eine Diagnose haben oder nicht, oder ob die eine kriegen würden oder nicht. Also ihr könnt diese Sachen einfach beschreiben. Ah, da passen Dinge nicht zusammen. Ich bekomme immer die Schuld. Ja, es ist heiß kalt. Also ist auch egal, warum das jemand macht. Deswegen sage ich immer Standards und Dealbreaker. Ne? Guckt davor. Also wählt ihr aus, weil ihr könnt den anderen sowieso nicht ändern, ne? Also da ist ja auch mit Kommunikation nicht beizukommen hier, ne? Also man kann natürlich immer kommunizieren, aber aus Nachforschung über sie weiß ich, dass sie vornehmlich wesentlich ältere, teilweise verheiratete Männer datet und bislang nie längere feste und stabile Beziehungen hatte. So, weiterhin war sie wohl, gut, das lasse ich jetzt mal aus, aber jetzt, das ist wirklich eine ganz, da werde ich aber nochmal extra, wieder mal eine ganz haarige Geschichte, dass deine Freundin da scheinbar in eine Geschichte verwickelt war, wo sie einem ihrer Liebhaber dann was anhängen wollte, irgendwie, und den angeschwärzt hat. Heute werden ihre Rolle und die Anteile in dieser Sache sehr kritisch gesehen, beziehungsweise ihre Aussagen in Frage gestellt. Also das ist wirklich, ja, wie soll ich das jetzt mal sagen? Ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, ich bin wirklich, also mein Kanal sind 70, 80% Frauen. Ich bin voll auf Seite der Frauen, wirklich in ganz vielen Sachen. Und ich finde, bin einfach gegen Manipulation, Gewalt und diese ganzen Sachen, egal welches Geschlecht er hat. Zu mir dürfen Frauen kommen, die sagen, ich war irgendwie in scheiß Beziehungen und bin da kacke behandelt worden und ich helfe denen gern. Und bei mir sind auch echt Männer willkommen, weil Männern passiert das genauso. Das ist keine Geschlechtssache. Das ist ja immer wieder, was man auch immer wieder auf Social Media hört, so Frauen sind die Opfer und Männer sind die Narzissten. Nein, das ist nicht so. Natürlich gibt es das, und meinetwegen auch, es gibt ganz viel toxische Beziehungen, aber hallo, ey, wie viel ist es genauso, dass Männer, ey, das, ach, ich hab da echt schon so viel krasse Sachen gehört, dass mir irgendwas angehängt wird oder was weiß ich, wenn du jetzt nicht das und das machst, dann rufe ich die Polizei und sag das und das oder keine Ahnung, ey, es gibt auch so viel auch Gewalt, die von Frauen ausgeht, von bestimmten Frauen, genauso wie von bestimmten Männern. Das ist nämlich irgendwie eine, weiß ich nicht, Charaktersache oder was für eine psychische Prägung man hat, aber das hängt nicht vom Geschlecht ab, so, ne? Und ich möchte gern allen Menschen helfen, die, ja, also allen Menschen helfen, dass sie in gesündere Beziehungen kommen und sich so ein, dass so ein Scheiß einfach aufhört, irgendwie so, ne?
So, hier scheint es bei mir auch ein Muster zu geben, was ich nun bearbeiten will. Mir ging es körperlich und seelisch extrem schlecht und mein Selbstbewusstsein wurde in diesen 3 Monaten weggewischt. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Also ich muss noch mal sagen, natürlich ist es für Frauen genauso. Also ich, wie gesagt, für mich ist das Geschlecht egal. Es ist für Frauen genauso scheiße, wenn sie Sachen erleben, die sie erst noch weiß nicht, mühsam beweisen müssen, dass sie wirklich passiert sind. Das ist für beide Geschlechter Kacke. Und ich möchte gerne beiden Geschlechtern helfen hier. und gut. Gerade versuche ich, die Einzelteile meiner Seele wieder zusammenzusuchen, was mir wirklich schwerfällt. Mein inneres Kind ist eigentlich nur noch am verzweifelt am Schreien und Weinen. Nun zu meinem Anliegen. Das Schwierigste in dieser Zeit war, dass ich aufgehört habe, an meiner Wahrnehmung der Realität zu trauen. Ja, das passiert halt mit diesem ganzen Gaslighting und ach, man, das tut mir echt leid, ey. Ich habe beispielsweise geglaubt, dass all diese Kerle wirklich nur Freunde sind und dass die ganze Scheiße irgendwie an mir liegt. Tut mir leid, Bro, echt. Mittlerweile habe ich eine mehrseitige Shitlist erstellt. Modul 0 und alle Punkte markiert, die für mich Dealbreaker sind. Ich komme auf über 20. Weiterhin habe ich mich ausführlich mit den Themen beschäftigt und so weiter. Ich bleibe allerdings immer wieder an dem Punkt Wahrnehmung und Realität hängen. Obwohl alle Menschen, mit denen ich über sie gesprochen habe und die auch teilweise selbst kennen, ausnahmslos kein gutes Haar an ihr lassen und mich voll in meinem Weg bestätigen und mein eigener Verstand aufgrund der Shitlist völlig klar sieht, dass mit ihr etwas nicht stimmt, kommt mir ständig der Gedanke, ob sie und die ganze Situation falsch eingeschätzt habe, ob ich sie falsch eingeschätzt habe. Sie doch toll und ehrlich ist, ich eventuell der böse Narzisst bin. Ja, das passiert in diesen Beziehungen. Aber ich meine, ich weiß das jetzt, ich kann das ja nur von so einer Mail sagen, aber jetzt von dieser Mail. Also wenn du hier der Narzisst bist, dann ist der Papst evangelisch. Also wirklich, das, weil ich sage auch nicht, was mit ihr ist, ich gebe hier keine Diagnosen. Aber muss ich auch nur beschreiben, da gibt es auch gar keine Diagnosen. Es ist einfach bestimmtes Verhalten, was dir nicht gut tut, fertig. So, ne? Und ja, dass du da, das ist der Weg, glaube ich, was dir das, glaube ich, das Universum mir sagen möchte. Glaub an dich, glaub deiner eigenen Wahrnehmung. Lass die Frau in Ruhe, lass die ihren Kram machen, kannst eh nicht ändern. Kümmere dich um dich, ein inneres Kind möchte Beachtung haben. Sollst für dein inneres Kind jetzt da sein, du sollst deiner Wahrnehmung vertrauen. Und glaub, darum geht's auch für dich jetzt in diesen Beziehungen, dass du in deine Kraft kommst hier, ne? Und dass du sagst, hey, so brauche ich mich nicht, braucht sich kein Mensch der Welt behandeln lassen. Habe ich keinen Bock drauf. Ist ja jetzt auch gar nicht viel passiert. Also lass es los und hätte noch, also es war jetzt zwar blöd, aber mein Gott, mal sagen, ist jetzt nichts Schlimmes passiert, du hast ja kein Kind gemacht, du hast, weiß ich nicht, was sonst noch alles passieren kann in solchen Beziehungen, hast kein Geld verloren. Also ist ja gar nicht viel passiert. Also es ist halt dieses heiß-kalt und deswegen braucht sich kein Mensch der Welt zu behandeln. Das lassen uns wahrscheinlich halt so krass, weil es da gar nicht so viel passiert ist. Aber trotzdem, was passiert ist, es tut dir einfach nicht gut. Es ist so, als wenn du verfaulte Papaya isst oder so. Es tut dir einfach überhaupt nicht gut. Es ist für deine Psyche wirklich Gift. Und ja, und offensichtlich bist du nicht der Einzige, für dessen Psyche es Gift ist. Und lass die Frau los und lass sie ihren Harem da pflegen und ja, nimmst du als Gelegenheit an dir zu arbeiten, jetzt machst du ja auch. Das hindert meinen Verarbeitungsprozess wirklich sehr, ich habe das Gefühl, nicht von der Stelle zu kommen. Doch, du kommst von der Stelle, ist einfach eine scheiß Phase gerade. Würde mich freuen, wenn du was dazu sagen könntest, was kann ich tun, meiner Wahrnehmung und die Realität wieder zu stabilisieren. Ja, du machst eigentlich genau das Richtige, du suchst dir Feedback bei mir, bei deinen Freunden und guck immer wieder auf diese Shitlist und es ist ja eine Sache, was die Frau gemacht hat, was jetzt vielleicht, wenn man es einfach so aufschreibt, ja, vielleicht bescheuert ist, eine bescheuerte Dating-Erfahrung, das ist jetzt nicht, nach oben gibt es da noch viel mehr Spielraum, aber allein dieses heiß-kalt und dieses, vermute mal, dass es auch noch viel mehr war, als du jetzt hier aufgeschrieben hast, also allein diese ganze Kommunikation, dieses heiß-kalt, dieses einen ranholen und wegschieben, das musst du dir jetzt nicht zwingend bewusst machen, aber es tut dir einfach überhaupt nicht gut. Und mit der Frau wirst du, also so wie die ist, wirst du nie glücklich geworden. Nie, nie, nie. Und du kannst sie auch gar nicht haben, weil sie führt ja gar keine Beziehung. Mach dir das immer wieder klar, du kannst mit dieser Frau keine Beziehung haben. Du konntest noch nie mal Affäre mit ihr haben. So. Gut. Hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Und in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.